Das Friseurmuseum macht immer mehr von sich reden. Zum einen wurde kürzlich die Fachbibliothek im Museum eingeweiht und außerdem gibt es jetzt eine enge Zusammenarbeit mit dem Verein, der den Kristallpalast wieder aufbauen will. Dazu trafen sich kürzlich gestandene Meister des Friseurhandwerks mit den jungen Streitern für den Kristallpalast. Denn, wie ältere Magdeburger sich sicher noch erinnern, da gab es früher viele Gemeinsamkeiten, deren Zeugen sich im Museum wiederfinden. Ja, Frau Soch hatte uns ja schon darauf angesprochen. Wir hatten mit ihr hier vor Ort im Friseurmuseum schon Termin gehabt und haben uns das Ganze angeguckt. Die hat auch ein Stück vom Kristallpalast mit ausgestellt und da haben wir dann uns auch die Frage selber gestellt, was das Friseurmuseum mit dem Kristallpalast zu tun hat. Und da hat sie uns eben im kurzen Abschnitt schon erwähnt gehabt, dass halt viel Friseure dort im Kristallpalast die Frisuren hergerichtet haben, beziehungsweise die ganzen Frisuren auch vorgestellt worden sind auf solchen sogenannten Modenschauen oder wie man das auch nennt. Ne? Können Sie sich noch an solche Veranstaltungen erinnern? Wie war das damals? Ach, selbstverständlich, ich kann mich daran erinnern, wie das war. Wir hatten ja Fachveranstaltungen jahrelang oder jedes Jahr. Es wurden Bezirksmeisterschaften ausgetragen, ja, DDR-Meisterschaften wurden ausgetragen. Es waren Veranstaltungen nicht bloß ein paar Stunden, die gingen über ein paar Tage. Ja, es wurden teilweise nicht nur 20, 30 Akteure, es waren ja manchmal 100 Akteure, die dort tätig waren. Und es war wirklich immer ein Ereignis. Die Kollege Gödecke war auch sehr als Spitzenfriseur. Und Kollege Gödecke als Beispiel war mehrmals Bezirksmeister, viermal. Anschließend, da er ja nur ein paar Monate älter ist, bin ich dran gewesen und war zweimal Bezirksmeister. Ja, das waren immer Ereignisse. Es war aber, wir mussten da ganz schön für arbeiten. Ich kann mich erinnern, die Presse hat ja damals auch berichtet, also Volksstimme, ja, und auch das Fernsehen. Und die hat auch sehr ausführlich immer berichtet. Wie als Beispiel jetzt, wenn ich das so sehe oder wenn Sie fragen, sehen Sie sich mal diese Bilder hier oben an. Das waren Arbeiten vom Kollegen Gödecke, der da mehrmals Bezirksmeister wurde und auch nicht schlecht im DDR-Maßstab frisiert hat. Ich vergleiche es mal so wie, ich sage mal Spitzensportler, vergleichen wir es mit dem Sport. Es war weiter nichts als eine Sporttätigkeit, eine Sportart, Spitzenleistung und da wurde trainiert und dann ging das, da kam man nicht ins Schwitzen, man war kühl und naja, teils auch berechnet, um Punkte zu ergattern. Also ein bisschen so Lampenfieber und so? Ja, na wie das dann, jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen großzügig, wie das bei Schauspielern auch ist. Die markieren zwar immer Lampenfieber, ich glaube oft nicht so daran. Lampenfieber, doch, ja, es ist da, weil man ja sich entspannen muss. Man muss rangehen an einen Wettkampf, so sage ich es mal. Aber ich möchte mal zurückgreifen. Das ganze Geschehen des Schaufrisierens hängt ja auch im Zusammenhang mit, Verbindung mit dem Kristallpalast, meine ich, in Verbindung mit dem Haus des Handwerks. Da war ja so eine enge Zusammenarbeit. Und wenn ich daran erinnere oder mich erinnere, dann waren wir ja ab den 50er, 60er Jahren viermal im Haus des Handwerks, um da zu tagen, um da Vorbereitungen zu treffen. Später in den 60er Jahren, da waren dann die Gesellenprüfungen, Vorbereitungen, Meisterprüfungsvorbereitungen, wo der Kollege Maron auch tätig war. Da waren wir da zu Haus und immer in Verbindung gegenüber der Kristallpalast. Der war immer dann Anziehungspunkt, wenn man sich schön anzog oder wenn man sich die Ärmel hochkrempelte. Wie habt ihr euch jetzt so die Zusammenarbeit so in der Zukunft so ein bisschen vorgestellt? Ich gebe das Mikro mal rüber. Ja, also wir haben uns die Zusammenarbeit so vorgestellt, dass man natürlich auch eine kleine Ecke vom Kristallpalast ist ja schon anwesend. Die werden wir natürlich auch noch ein bisschen auffüllen. Und natürlich auch, dass der Verein Kristallpalast Magdeburg e.V. auch die Vereinssitzungen auch hier abhalten wird.
Ansonsten versucht man natürlich auch mal so einen Infotag einzurichten, dass die Magdeburger eben halt auch einfach mal herkommen können, sich über den Haarfriseurmuseum einfach mal hier informieren können und natürlich gleichzeitig über den Kristallpalast Magdeburg. Dazu besteht nun wieder beste Gelegenheit, denn vor wenigen Tagen eröffnete das Friseurmuseum nach Umbau und Erweiterung wieder seine Pforten, einschließlich der neuen Fachbibliothek, die natürlich noch weiter wachsen soll. Unsere Gemeinschaft, unser Team hier im Museum ist sehr vielfältig. Wir schaffen es sonst nicht allein. Vielleicht noch mal zur Erklärung, unsere 18 Mitglieder des Vereins sind alle zum Glück berufstätig. Und das heißt, wir beiden Rentner sind teilweise hier auch auf uns gestellt. Und es sind freiwillige, ehrenamtliche unterstützend für uns wirksam. Erst im allerletzten Pfiff entscheiden sich die wichtigsten Dinge. Und geholfen hat also mein, wie sage ich es nur, geduldiger Mann und Herr Marcel. Die beiden haben das Schmuckstück hier oben angebracht und die Herren vom BAJ wissen, dass wir dieses Unterfangen schon einmal vorhatten. Wir wollten schon im Sommer dieses Wappen anbringen. Aber vielleicht sollte es so sein. Im Sommer konnte unser Kammerpräsident nicht dabei sein. Aber heute haben wir es uns vorgenommen. Es ist das Zunftwappen der Barbiere, Wundärzte und Perücken. So, wir verdanken es dem, ich hoffe, immer ein bisschen friseurverliebten Herrn Bernd Schmidt, der dieses Wappen in Stufarbeit gefertigt hat, weil er mit einer Friseurin verheiratet ist. Und er hat uns das einfach so angeboten und geschenkt. Und ich bitte jetzt, dass wir das vielleicht gemeinsam so runternehmen, dass es auch... Darf ich mal mit Schwung? Fritz. Ja, kleiner Schwung und er war doch wohl treffend. Ein besonderes Schmuckstück ist dieser 80 Jahre alte Friseurschrank, der einst einen Salon in Barbie schmückte. Zwei Marmorplatten wurden extra dafür noch angefertigt, damit er wieder in alter Schönheit erstrahlt. Höhepunkt war dann die Eröffnung der Fachbibliothek. Ausleihen ist allerdings noch nicht möglich. Erst müssen alle Bücher katalogisiert werden. Aber in ihnen schmökern, das ist jetzt schon möglich. So, ein Tango.